Hallo, ich sitze mit Jürgen Elsässer, dem Journalisten aus vielen bekannten linken Zeitungen und Buchautor, vor allem über Wirtschafts- und Geheimdienstfragen. Du hast ein neues Buch zur Finanzkrise. Erzähl doch mal. Ja, das Buch heißt Nationalstaat und Globalisierung und ist gerade erschienen. Und es geht natürlich um die Finanzkrise. Und meine These ist, die ich in dem Buch entfalte, dass die Wirtschaftskrise im Grunde genommen ein Wirtschaftskrieg ist, der ausgeht vom internationalen Finanzkapital mit den Schwerpunkten auf den Finanzplätzen in New York und London. Und dass diese Krise erst angefangen hat und man nicht darauf hoffen kann, dass der Markt sich selbst reguliert und man ja auch nicht darauf hoffen kann, dass die internationalen Konferenzen eine Lösung bringen werden, weil auf diesen internationalen Konferenzen die internationalen Finanzhaie das Sagen haben oder Vetorechte haben und deswegen muss der Nationalstaat aktiv werden. Das widerspricht sich aber ein bisschen mit einigen linken Theorien. Die reden da von Überakkumulation und versuchen jetzt mit vielen Demos da irgendwas zu reißen. Was hältst du denn davon? Ja, der Umstand, der bemerkenswert ist, ist ja der, dass die Linke in dieser Wirtschaftskrise überhaupt keinen Zulauf hat. Ablesbar etwa an den Umfragewerten für die Linkspartei, die stagnieren oder sogar auf einem Dreijahrestief sind. Und das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass die Krise von der Linken falsch erklärt wird, sodass es die Leute nicht verstehen. Den Leuten ist in der großen Mehrzahl klar, dass es die US-amerikanische Finanzpolitik war, die das Desaster verursacht hat, mit Unterstützung der Briten. Aber die hiesige Linke, die deutsche Linke, die Linkspartei redet immer nur davon, was die deutschen Unternehmer Böses gemacht haben. Also haben die gar keine Lösung zur Krise. Wie würde die denn aussehen? Was würde man denn zum Beispiel mit Opel machen können? Ja, Opel ist ein sehr gutes Beispiel, was der Nationalstaat machen kann, als einziges. Opel kann nur überleben, wenn die Verbindung zu General Motors gekappt wird. Das heißt, Opel muss neu gegründet werden als deutsche Aktiengesellschaft. Und das kann man nicht erwarten, dass dem Obama zustimmt, sondern da muss die Bundesregierung aktiv werden, da muss der eigene Nationalstaat aktiv werden. Und das ist die Voraussetzung, dass Opel gerettet werden kann, weil im Augenblick hat Opel überhaupt noch kein eigenes Konto, auf das irgendwelche Hilfsgelder fließen könnten. Opel muss überhaupt erst juristisch zu einer tragfähigen Konstruktion finden und das ist eine deutsche Aktiengesellschaft. Okay, Frau Merkel, haben Sie noch einiges zu tun bis zur Wahl? Vielen Dank, Jürgen.